Kommen wir nun zu Reichenbachs Prinzip. Ja, kommen wir jetzt also mal zu was, was man jetzt benutzen kann, wenn man zwei Variablen hat, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Das ist also aus dem Buch The Direction of Time von Hans Reichenbach, ist ein Physiker. Und in der Physik ist die Frage der Zeitrichtung eine ganz interessante Frage, weil viele Gesetze in der Physik, ich bin jetzt leider kein Physiker, aber es gibt viele Gesetze in der Physik, wie in der Mechanik oder sowas, die funktionieren vorwärts und rückwärts. Ja, das heißt, wenn ich also die Welt beschreibe, auch herunterfallende Kaffeetassen und solche Sachen, ja, da ist die Physik vorwärts und rückwärts irgendwie gleich. Da gibt es also kein so ein richtiges, also der Mathematik kann ich das nicht ansehen, in welche Richtung die Zeit fließt. Was man dann braucht, ist so ein Begriff wie Entropie oder sowas. Die Entropie nimmt im Universum immer zu oder ab. Ich kann es mir nicht merken, eins von beiden. Jedenfalls dadurch bekommt man eine Asymmetrie. Und der Herr Reichenbach hat so ein sehr allgemeines Buch geschrieben, wo es genau um diese Frage geht. Zum einen auch in der Quantenwelt eine Richtung reinzukriegen und dann auch in der Makrowelt, wo also die größeren Objekte Zusammenhang haben. Und ja, also ein sehr interessantes Buch, also auch eher philosophisch. Da kommen zwar auch ein paar Formeln drin vor, aber da ist auch sehr, sehr viel Text drin, wo das also alles sehr umfassend beschrieben wird. Und im Kapitel 19 gibt es also The Principle of Common Cause. Und dort beschreibt er also Folgendes, habe ich das jetzt gar nicht drin? Ich zeige Ihnen mal direkt die Antwort, was ich Ihnen jetzt sagen möchte. Im Wesentlichen, wenn zwei Variablen, wie jetzt M und H, wenn sie sozusagen nicht unabhängig sind, sondern wenn sie irgendwie voneinander abhängen, ja, dann lässt sich das auf vier Möglichkeiten erklären. Entweder ist das eine die Ursache vom anderen, oder umgekehrt, oder es gibt einen sogenannten Common Cause. Es gibt also so einen gemeinsamen Grund. Okay? Oder beide Variablen haben gar nichts miteinander zu tun und die Abhängigkeit ist einfach nur in den Daten zufälligerweise drin. Okay? Also, verheiratete Leute sind glücklicher. Ja? Das ist jetzt so eine Sache. Das scheint also was zu korrelieren. Einmal die, wenn ich also Leute abfrage mit Ja und Nein, ob die glücklich sind oder nicht und ob die sozusagen verheiratet sind oder nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, heißt das jetzt, wenn man heiratet, danach ist man glücklicher? Oder heißt das nur, dass keiner unglückliche Leute heiraten will? Das könnte natürlich auch sein. Ja? Es also, gibt also verschiedene Erklärungsmuster. Ja? Und nach Reichenbach-Prinzipien gibt es noch mehr. Ja? Um das zu formalisieren, gibt es jetzt die Variable M. Ja, die sagt uns also, ob jemand verheiratet ist. Und die Variable H, ob jemand glücklich ist. Und diese vier Szenarien, die ich gerade schon dargestellt habe, die kann man jetzt zum einen als Worte darstellen. Und das geht folgendermaßen, M ist die Ursache von H. Ja, wenn also Heiraten Glücklichkeit verursacht. Oder als Satz, wenn man also sich verheiratet, dann ist es wahrscheinlicher, dass man glücklich wird. Das Umgekehrte, ja, dass also glücklicher, wenn man glücklicher ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass man irgendwie jemanden heiratet, kann man auch kurz schreiben als H verursacht M. Okay? Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass es einen Common Cause gibt, also irgendwie so einen gemeinsamen Grund, wie zum Beispiel so ein Gen oder sowas auf der DNA, was halt dazu führt, dass man irgendwie eine glücklichere Person ist und dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man jemanden heiraten möchte. Ja? Und dann wäre sozusagen dieser Common Cause die Ursache von zwei Dingen. Ja? Damit ist nicht das eine die Ursache von anderen, sondern es gibt sozusagen einen anderen Grund, der beides verursacht. In den Daten steckt dieses C natürlich nicht drin, weil ich dieses Gen noch nicht gefunden habe. Aber es könnte ja sein, dass es sowas gibt. Das ist auch eine weitere mögliche Erklärung dafür, dass die beiden Variablen stark zusammenhängen. Oder die haben nichts miteinander zu tun und die Variablen sind eigentlich unabhängig voneinander. Ja, und das ist jetzt purely coincidental, dass das gerade so hinhaut. Aber eigentlich haben die Variablen nichts miteinander zu tun. Das war die eine Darstellung mit Worten. Man kann das Ganze auch mit Graphen darstellen. Das habe ich gerade Ihnen schon gezeigt. Deswegen zeige ich Ihnen das mal auf einen Schlag. Also statt zu sagen M causes H, kann man das also auch mit solchen gerichteten Graphen darstellen. Und das sind letztendlich genau die grafischen Modelle, die wir auch beim letzten Mal gesehen haben. Ja, die grafischen Modelle beim letzten Mal hatten, da ging es eher darum, um Repräsentation, um Wahrscheinlichkeitsverteilung geschickt zu repräsentieren. Ja, das war das mit dem nassen Rasen und so. Ja, aber man kann damit sozusagen auch Ursache-Wirkung-Beziehungen darstellen. Weil halt diese Graphen halt gerichtet sind, kann ich einen Pfeil malen und dann habe ich da also so eine Asymmetrie zwischen diesen Variablen. Insbesondere male ich dann gar nichts zwischen zwei so Knoten, wenn die nichts miteinander zu tun haben. Man kann das Ganze aber auch mit Computerprogrammen darstellen. Ja? Und das will ich Ihnen auch mal zeigen. Das ist also noch eine andere Art, die gleiche Sache darzustellen. Im Wesentlichen
wenn man jetzt eine zufällige Person hat, ja, dann wird zunächst irgendwie ausgerechnet, im Prinzip diese Funktion f, was macht die? Die wirft eine Münze und sagt mir dann, ob die Person verheiratet ist oder nicht. Ja, also wenn ich also eine zufällige Person sample aus der Population, dann könnte da eine Wahrscheinlichkeitsverteilung drauf sein, wie mit einem Münzwurf oder sowas, die mir dann sagt, ist verheiratet oder nicht. Und gegeben, dass ich das jetzt weiß, gibt es eine andere Funktion, die mir da ausrechnet, ob die Person more happy ist oder nicht. Das heißt also, hier sieht man wirklich, zuerst rechne ich aus, ob jemand verheiratet ist und anschließend benutze ich das Ergebnis, um auszurechnen, ob die Person glücklich ist. Das heißt also, die Struktur des Computerprogramms drückt jetzt aus, dass das eine die Ursache vom anderen ist. Beziehungsweise dieses G ist so eine Art Mechanismus, der sozusagen ausrechnen kann, ob jemand der, also was das halt, wie der Zusammenhang halt ist. Entsprechend, wenn ich die Variablen umdrehe, habe ich eine Darstellung von H ist die Ursache von M. Ja, dann rechne ich also erst dieses H aus und danach rechne ich also das M aus. Okay? Das sieht jetzt relativ mechanisch aus, so mit diesen Computerprogrammen, aber letztendlich ist das also auch eine Form, die Sache zu modellieren. Einerseits als Graph, ja, und ich kann auch so dieses Computerprogramm natürlich als Graph auffassen, weil ich zuerst die Variable H berechne und danach berechne ich die Variable M in Abhängigkeit von H. Das ist also so eine redundante Beschreibung des gleichen Sachverhalts in diesem Fall. Entsprechend dem Common Cause könnte ich so machen, dass ich zuerst so einen Common Cause irgendwie ausrechne und dann gegeben dem Common Cause rechne ich dann die zwei anderen Variablen jeweils aus. Das ist also eine weitere Darstellung. Und wenn die nichts miteinander zu tun haben, dann geht hier auch nicht kein Input ein, sondern die Sachen werden einfach unabhängig voneinander ausgerechnet. Ja? Gut, diese Art von Darstellung kann man also auch weiterspinnen. Wenn ich also ein Foto mache oder sowas von Ihnen, ja, dann gibt es also sozusagen, wie Sie da jetzt sitzen, ja, in 3D und so weiter. Das ist sozusagen die Ursache, ja, und die Wirkung davon sind ist diese Pixelrepräsentation, die ich dann auf meiner Kamera habe. Ja, das heißt also, die Ursache ist die Variable, wie Sie da sitzen, und das Bild, was ich mache sozusagen, ist dann die Wirkung. Ja, und wenn ich jetzt noch gleichzeitig meine Kamera wackel, dann nehme ich ein verwackeltes Bild von Ihnen auf. Ja, da habe ich also die Ursache, wie Sie da sitzen, und noch eine andere Ursache, wie ich meine Kamera wackele. Ja, und die Wirkung ist dann das aufgenommene Bild, wo man dann die Verwacklung sieht. Auf der Verwacklung sieht man dann ganz viele verwackelte Gesichter. Ja, aber das sind zwei unabhängige Ursachen. Das eine war diese Verwacklung und das andere, wie Sie da sitzen. Und der Mechanismus, der dahinter steckt, sind also die Photonen, die hier durch die Luft fliegen und das Ganze machen. Aber ich kann das natürlich auch als Computerprogramme auffassen, wie ich dann die Sachen auseinander ausrechne. Okay? Gut, dann kann man das Ganze auch noch mit Wahrscheinlichkeiten darstellen. Ja, wir haben ja da so ein paar Formeln gesehen. Hier ganz einfach, ja, also wenn sozusagen M die Ursache von H ist, dann habe ich einerseits eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für mein M und andererseits habe ich eine bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung für mein H. Ja, also diese Faktorisierung drückt also aus, dass M die Ursache von dem H ist. Ja. Es gilt aber auch immer das Umgekehrte. Wenn ich also nur so eine Joint Distribution habe, so eine gemeinsame Verteilung von zwei Variablen, kann ich es immer schreiben in der Faktorisierung und auch in der Faktorisierung. Ja, da kann ich das also den Ausdrücken eigentlich nicht ansehen. Aber intuitiv sagt mir jetzt ja dieser Ausdruck irgendwie, wie ich sozusagen Daten erzeuge. Das heißt, zuerst einmal von der Wahrscheinlichkeitsverteilung von H erzeuge ich mir ein Beispiel und dann gegeben das Ergebnis habe ich eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung für M. Okay? Aber im Prinzip gelten beide Darstellungen. Genauso könnte ich eine dritte Variable einführen, den Common Cause, und den sozusagen raussummieren mit der Summenformel. Ja, da habe ich den also einmal gesampled und dann gegeben meinen Common Cause sample ich mir mein M bzw. mein H. Das ist also eine dritte Darstellung, jetzt aber mit Wahrscheinlichkeiten. Und die Unabhängigkeit ist dann einfach das Produkt der beiden Einzelwahrscheinlichkeiten. Das sind also verschiedene Darstellungen, ja, mit denen ich irgendwie ausdrücken kann, dass das eine die Ursache vom anderen ist.